Herzlich willkommen bei Cayman und Flexi. Und wir werden uns heute beim Schlafen um 3 Uhr nachts filmen. Leute, wir werden uns heute wieder beim Schlafen filmen und das Ganze um 3 Uhr nachts zur Teufelsstunde. Und ihr wisst ja, wenn ihr unsere Videos schaut, dann passiert immer irgendwas um 3 Uhr nachts bei unserer Kameraaufnahme. Deshalb, Cayman, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust mehr, weil es bis jetzt ist immer irgendetwas passiert. Ich auch nicht, Leute. Ich will nicht schon wieder um 3 Uhr nachts. Ihr habt es euch gewünscht und aus diesem Grund machen wir das Ganze für euch. Auf jeden Fall. Und deshalb, Leute, schreibt jetzt mal Bett in die Kommentare. B-E-T-T. Und lasst ein Like da wieder für diese kranke Video-Idee. Und ihr kennt die Videos. Wir filmen uns mit dieser GoPro und am nächsten Morgen schauen wir uns zusammen mit euch die Aufnahmen an und gucken, was in der Nacht passiert. Und Cayman, das Krasseste ist, einfach. Wir haben schon mal alles vorbereitet. Nämlich das Bett ist schon bereit für uns. Und ich bin auch extrem müde. Jetzt ist schon 3 Uhr, Mann. Wir waren extra lange wach für euch. Eben, wir sind extra wach geblieben, um dieses Video starten zu können. Es ist jetzt 3 Uhr nachts. Ich würde sagen, GoPro aufstellen und dann schlafen wir. Let's go. So, die Kamera steht und sieht gut aus, oder, Cayman? Ich denke auch, Freunde. Das bedeutet, Tom, du kannst jetzt nach Hause gehen schlafen. Gib uns die Kamera. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, Tom. Es ist 3 Uhr nachts. Ich bin echt sehr müde. Ich würde mich am besten gleich hinlegen, Cayman, ich auch, oder? Mann. Ich habe so lange nicht mehr geschlafen. Meine Augen brennen schon. Nein, aber weißt du, was krass ist, warum ich überhaupt noch wach bin? Weil ich so aufgeregt bin, was wieder diese ganzen Nächte passiert, Mann. Ich auch, Freunde. Deswegen schaltet nicht ab. Am nächsten Morgen schauen wir mit euch die GoPro an. Bleibt bis zum Ende. Lasst einen dicken Like. Wir brauchen eure Hilfe bei den Aufnahmen. Wir sehen nicht immer alles. Wenn wir schlafen. Flexi, mach's gut. Gute Nacht, gell? Gute Nacht, Cayman. Ciao, Freunde. Bis dann. Freunde, erste Nacht sehr gut überstanden und Flexi schläft noch tief und fest, weil richtig grimmig sieht er aus, wenn er schläft. Flexi, aufstehen, aufstehen. Lass mich in Ruhe, Cayman. Erste Nacht überstanden, Mann. Von unserer Challenge, Mann. Hey, ich habe gut geschlafen eigentlich. Ich auch, perfekt. Ich hab durchgeschlafen, ich bin nicht einmal aufgewacht. Krass, oder? Und ich fühle mich eigentlich echt... Die Aufnahmen. Schnell, Flexi, wir gucken uns jetzt mit euch an. Die Aufnahmen von Nacht 1, Freunde, ich bin schon so gespannt. Und ab geht die Post, ey. Da schlafen wir beide. Wir schlafen. Aber guckt mal, Freunde, wie ein altes Pärchen. Wir schlafen synchron. Wie ein altes Pärchen. Flexi, das ist einfach ein Zeichen. Wieso schlafen wir synchron? Ah, zum Glück bewege ich mich. Juhu. Ich dachte schon, Cayman und Flexi für immer. Wir können doch nicht die ganze Nacht so schlafen, Mann. Da hast du recht, Mann. Ich bin gespannt, was in der Leute, Aufnahme wenn ihr was seht, schreibt es in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da. Like ich habe hervorragend geschlafen. Ich weiß nicht, wie du geschlafen hast. Ich habe auch super geschlafen. Ich sag, es passiert nichts. Ich glaube, siehst du doch, oder? Ich sehe bis jetzt noch. Ah! Digga, hast du es auch gesehen? Ah!
Ja, ich glaube ja. Dick. Ich frage, nein. Der Koffer bewegt sich doch. Das macht doch keinen. Nein, guck mal, der bewegt sich nicht. Wieso bewegt sich der große Koffer? Das wollte ich gerade sagen. Jetzt bewegt sich auch der kleine Koffer. Alter, ist das geisteskrank. Nein, oder? Wieso? Warte, jetzt nicht mehr, oder? Du hast dich bewegt. Du warst es. Nein, wie soll das sein? Meine Hände sind oben. Da! Und wie soll ich den großen da? Den großen Koffer bewegt sich, Leute. Seht ihr das? Das ist die Teufelsstunde 83. Wir haben. Das sind Teufelskoffer! Nein. Das sind Koffer, die hat der Teufel gesandt. Meinst du, oder was? Ja, ich habe die Koffer noch nie in meinem Leben gesehen. Du etwa? Dicker, Leute, das machen wir nur das für euch. Das ist nicht mein Koffer, Leute. 3 Uhr nachts. Das ist nicht mein Koffer. Wieso? Nein! Ah, jetzt bewegen sich beide gleichzeitig. Wie soll das gehen? Erst einer, dann der andere und jetzt beide gleichzeitig. Dicker. What the hell? Mir fehlen die Worte. Der fällt ja gleich auf mich drauf. Ich glaube, der will mir wehtun, der Koffer. Was ist jetzt? Nein. Doch, das war's jetzt. Nein! Nein! Junge, Leute, habt ihr das gesehen? Habt ihr das auch gesehen, oder was, als wir geschlafen haben? Ihr habt doch die Aufnahmen gesehen, als wir geschlafen haben. Ich hab gesagt, ich will nicht mehr da! Beide gleichzeitig! Und synchron wie wir, synchron. Ich hab doch gesagt, wir sind ein Paar. Ich hab dir gesagt, meine Hand ist runtergefallen. Wäre ich in eine Minute früher rausgefallen, dann wäre der über... Ich schwör dir, der Koffer wäre ganz Arm wäre ab, Mann. Gebrochen. Hier, Arm ist ab, Mann. Lieber Arm ab als Arm dran, oder was? Keine Ahnung, Hauptsache Videos. Was geht denn hier? Teufelskoffer, ich sag dir Teufelskoffer. Das hört gar nicht mehr der auf! Der macht 360, wie geht denn das? Der dreht sich im Kreis, der fährt geradeaus. Geradeaus drehen? Was können die Koffer noch alles? Die sind gefährlich! Die Koffer sind gefährlich, Cameron, ich sag's dir. Die Koffer sind gefährlich. Alter, was ist jetzt, oder was? Nein, ich hab Angst. Ich spur ein bisschen vor, oder? Passiert da noch was? Ich hoffentlich nicht, Mann. Wenn die Koffer auf uns drauf fallen, die zerquetschen uns so. Was, Flexi? Hä? Wir müssen sofort die Koffer zerstören. Wenn die jetzt immer noch da unten so stehen, wir zerstören die Koffer und schmeißen sie weg. Wir zerstören sofort die Koffer und ihr kommt mit. Alter, Flexi, Mann, hier sind diese Dinge. Habt ihr das gesehen? Die bewegen sich einfach. Das sind Teufelskoffer. Es ist viel die sind gesandt vom Teufel, diese Koffer. Ja, Lucky, greif die an. Auf geht's, Mann. Weißt du was, Flexi? So haben die sich bewegt. Ich hab keine Ahnung. Die müssen weg, oder? Koffer in Koffer. Koffer in Koffer. Flexi, mach den Balkon auf. Mach den Balkon auf. Komm mit doch. Alter, der fliegt jetzt hoch, kann raus. Ihr wisst, wie das abgeht. Diese Teufelskoffer. Eins. Weg damit! Oh. Alter! Lucky bleibt drauf. Die haben sich einfach bewegt, Mann! Überleg mal, dir wäre auf meinen Kopf gefallen oder sowas während dem Schlaf! Und das war die erste Nacht. Ich habe keine Lust auf die zweite Nacht. Was ich wusste, abgeht. Jede Nacht passiert irgendwas. Deshalb, Leute, schreibt jetzt nochmal Bett in die Kommentare und lasst ein Like da. Hast du jetzt echt Lust auf die zweite Nacht? Ich weiß nicht. Wir melden uns auf jeden Fall heute Abend wieder. Willkommen zur zweiten Nacht. Es ist kurz nach Mitternacht. Und ich bin auch wieder richtig müde. Und ich würde sagen, wir gehen es auch sofort schlafen. Aber davor stellen wir die GoPro. Nur mit unserer Kamera, damit wir mit euch die Aufnahme am nächsten Alles Morgen muss machen. Gefilmt werden, weil ich schlafe, du schläfst, alle schlafen. Koffer sind draußen, ganz, ganz wichtig. Rollen wir auf mit den kann Koffern. Nichts mehr passieren, die können auch nicht mehr reinkommen, Freunde. Hier kann keiner reinkommen, es sind keine Koffer da, nur Cameron und Flexi und das Bett. Schreibt Bett in die Kommentare. B-E-Doppel-T. Kamera, ab geht's. Okay, sieht man uns? Ja, ich glaube perfekt, Cameron. Das bedeutet, Tom, du gehst wieder heim, wir wünschen dir eine gute Nacht. Flexi, Mann, wir gehen jetzt schlafen. Heftig, Mann. Ich würde sagen, wir gehen. Hey, Cameron, sollen wir mal die Plätze tauschen? Hast du Bock? Okay, probieren wir mal. Vielleicht ich lieg auf deiner Seite und auf du auf meinem Kissen. Oh, nee, können wir Kissen mittauschen? Nein. Wie? Oh mein, immer nur die ganze Seite. Was ist das für ein Kissen, Mann? Das war die erste Nacht bei mir genauso. Leute, also, wir melden uns morgen wieder. Gute Nacht. Ja. Thank you.
Verdammt hell. Ey, was ist das denn, Cayman? Das auf deiner Seite geschlafen. Es ist hell draußen. Das heißt, Tag 2 haben wir überstanden. Wir haben überstanden. Ach stimmt, nichts passiert, oder? Die Aufnahmen. Die Aufnahmen. Schnell, schnell, schnell. Wir schauen uns jetzt mit euch die Aufnahmen von Nacht 2 an. Nacht 1 mit dem Kofferwascher. Viel zu krass. Ich bin gespannt, was abgeht. Let's go. Bin ich echt, ey. Ist jetzt alles ruhig? Was? Was geht bei dir ab, Sexy? Ich glaube, da hatte ich einen Albtraum. Warum zitterst du da so krass? Da hatte ich einen Albtraum. Ich erinnere mich. Und schon wieder! Was ist hier los, Leute? Oh, ich erinnere mich an was ganz Habt ihr das gesehen? Wer? Die Ladybug? Die kenne ich doch! Das ist Ladybug. Alter, ist was macht die da? Ich check's nicht. Das ist Ladybug! Alter. Oh mein Gott, Ladybug live bei uns zu Hause um 3 Uhr nachts. Jetzt da irgendwas und rum? Wir schlafen! Wir schlafen, wenn Ladybug kommt! Digga, war die da? Die war echt da, oder was? Was macht die da mit dem Eimer? Das ist doch ein Eimer, Cayman! Leute, Mann, schreibt mal in die Kommentare, ist das Ladybug? Und lasst ein Like da! Schreibt jetzt nochmal Bett in die Kommentare, der hat unser ganzes Bett nass gemacht, so wie es hier ausschaut. Was macht die? Schau mal! Die tanzt, oder was? Digga, ich kann es nicht fassen. Ist das wieder so ein Ladybug-Tanz? Wir hätten dieses Video nie machen sollen. Cayman, schau mal. Cayman, schau mal! Die hat das ganze Bett hochgehoben. Versteckt. Gelegt doch. Hört doch. Die hat irgendwas reingelegt. Ihr hört's doch. Ihr habt's doch gehört. Die hat was unter unser Bett gelegt. Das müssten wir uns merken. Nächste, jetzt liegt der immer noch, oder was? Unter unserem Bett liegt was. Aber warte, ich will wissen, was noch passiert, ey. Was macht die da? Dicker, das ist offiziell die Ladybug. Ihr seht es, Marienkäfer, Ladybug. Die macht was mit dir. Oder? Ja doch, die steht doch neben dir. Da macht sie was. Dicker, was macht die? Nee. Wie das Wasser. Ich erinnere mich, was als ich aufgewacht, irgendwas war nass, aber ich dachte, das wäre mein Schweiß gewesen. Was ist jetzt los? Wow! Wo ist sie hin? Leute! Wie aus Zaubermagie! So wie sie... Digga... So ist sie gekommen, so ist sie gegangen. Was ist jetzt los, Mann, Freunde? Sie ist hierher geflogen mit diesen Flügeln, oder was? Passiert da noch was? Ich sehe nichts. Wir schlafen ganz gemütlich. Nee, sie ist gekommen und gegangen. Leute, Mann! Unterm Bett, unterm Bett! Wir gehen jetzt sofort zum Bett und schauen, was da ist. Da muss was sein. Ah, der ist immer noch nass! Oh mein Gott! Da ist echt ein Miraculous Ladybug. Was? Die Box? Was ist da drin, Mann? Die haben wir schon mal. Die gehabt. Hat uns da hingelegt. Alter, sollen wir sie öffnen, Freunde? Wir müssen sie öffnen. Ich will wissen, was da drin ist. 2, 1. Was ist da drin? Schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Ist das, was ich denke? Kacke geschenkt. Lucky, nimm die Kacke. Wieso? Warum die wollen uns, die will uns verarschen, glaube ich. Alter. Die dachte sowieso, dass wir die Box sehen. Dass wir sie öffnen. Und da ist da einfach Kacke drin? Weißt du was, Mann? Dritte Nacht, Mann, wir gehen nicht schlafen. Wir machen den Plan, wir bleiben wach und dann schnappen wir uns. Wir tun so, als ob wir schlafen, bleiben aber wach. Und sollte sie nochmal kommen, überraschen wir sie. Flexi, wir überlegen uns den Plan bis heute Nacht, Leute. Bis später. Wir sind jetzt in der dritten Nacht, Leute. Wir haben uns sogar extra einen Partner-Look gegönnt heute mit den streng limitierten, was wir schon. Und dieses Mal werden wir eben nicht schlafen gehen, sondern nur so tun und wach bleiben, weil ich will nicht, dass das nochmal passiert, dass die einfach auftauchen. Das heißt, Tom, du gehst wieder. Flexi, wir zwei legen uns jetzt hin. Ja. Tun aber nur so, als würden wir schlafen. Ganz genau, wir tun nur so. Ich schlafe heute auf keinen Fall mehr. Ja, einfach scheiße geschickt so. Junge, kann doch nicht sein. Sehen wir uns gleich auf den Überwachungskameraaufnahmen hin. Flexi? Flexi, bist du noch wach? Ja, natürlich, Mann. Was denkst du denn? Oh Mann, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wenn sie kommt, dann... Ich weiß. Und was ist, wenn sie gar nicht kommt? Wissen wir nicht. Warten, einfach mal. Aber wie lange? Einfach nur so tun, als würden wir schlafen, okay? Ja, okay, Cayman, Mann. Oh mein Gott. 3 Uhr nachts. Ich sehe noch nichts. Siehst du was? Warum hast du deine Augen zu? Ja, sonst glaubt ihr uns nie, dass wir schlafen. Oh mein Gott, hast du es gehört, Flexi? Ja. Ist aber weit weg. Ich glaube, sie kommt. Nein. Sie kommt, oder? Ich weiß es nicht. Ist das Lucky? Kack, Mann, sag doch was. Ist das nicht Lucky? Ist die da? Oh, Flexi? Flexi? Ich sehe es. Sie ist hier, Mann. Ich sehe es. Was soll ich machen? Weiß ich nicht. Sie ist wirklich hier. Warte. Ich glaube, Cayman, sie ist hinter uns. Was ist das, sag mal, oder? Wir greifen an. 3, 2, 1.